So, ich sitze heute im Interview zusammen mit Jörg Fuhrmann. Herr Fuhrmann, erstmal herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich angeboten haben, uns heute mal eine andere Perspektive zu geben. Und zwar wollen wir darüber sprechen, warum, und ich glaube, ganz, ganz viele Leute kennen das. Wahrscheinlich alle Anleger oder Trader haben das mindestens einmal gemacht, diese Erfahrung, dieses irrationale Handeln. In einem Moment das Gefühl zu haben, immer die falscheste Entscheidung getroffen zu haben. Viele Leute sagen ja, ich steige ein und der Kurs, also ich steige ein auf Long und der Kurs fällt in diesem Moment. Ich steige ein auf Short und dann steigt er nur noch in diesem Moment. Und dann treffe ich immer die falschen Entscheidungen. Also immer, ich mache immer genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen sollte. Und heute haben wir in Herrn Fuhrmann jemanden, der uns das mal, ich sag mal, wissenschaftlich erklären möchte. Warum ist das denn eigentlich so? Ich meine, das ist ein hochinteressanter Punkt. Herr Fuhrmann, wollen Sie einfach mal kurz erklären, was Sie eigentlich machen? Ja, ein bisschen Ja. über sich selbst mal erzählen. Ja, lieber Herr Upf, danke für die Einladung auch, für das Interesse. Danke, liebe Zuschauer, für das Interesse. Also, ich leite das Freiraum-Institut hier in der Schweiz am Bodensee und begleite Menschen seit vielen, vielen Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich nenne das auch Potenzialentfaltung oder auch Selbstverwirklichung. Mein Hintergrund oder Background sind verschiedenste Ausbildungen im therapeutischen Bereich. Ich bin da als auch selber lange als Trainer tätig gewesen oder immer noch als Trainer tätig und auch Supervisor für Therapeuten, Kollegen und begleite Menschen mit unterschiedlichstem Klientel. Hintergrund auch viele aus dem sozialen Bereich, aber eben auch, wir sind hier in der Schweiz, oft auch Menschen, die im Bereich Trading unterwegs sind. Und da habe ich dann eben festgestellt, dass sich bestimmte Muster auch in der Psyche, im Mensch, in der Struktur des Unterbewusstseins und im Umgang mit sich selbst, mit Stress, bei gewissen Zielgruppen eben korreliert, beziehungsweise sich immer wieder auch wiederholt. Und das finde ich halt sehr spannend, sowas anzuschauen. Und da habe ich eben mit vielen Menschen dran gearbeitet, gerade dahin zu gucken, wie das eigene Nervensystem diesbezüglich funktioniert, wie man da ein Stück weit auch geprägt wurde oder konditioniert wurde durch Erziehung, Gesellschaft und dann Erfahrungen im Beruf. Und ja, wie das eben oftmals ganz unbewusst ein, ich sag mal, Entscheidungsfaktor ist für ungünstige Entscheidungen jetzt auch im Trading. Das kann natürlich auch in anderen Bereichen im Leben sein, ne? Herr Fuhrmann, jetzt ist ja so, wir sprechen also bei uns in der technischen Analyse oder sagen wir mal in der grundsätzlichen Analyse, es gibt ja eine Vielzahl an Indikatoren, an sich sind das hunderte verschiedene Indikatoren Ja. und einer davon ist der Fear and Greed-Indikator und da gibt es auch eine Messkonstante von extremer Angst. Es geht Richtung Null bis zu extremer Gier. Und man sagt ja, am Finanzmarkt gibt es nur diese zwei wirklichen Emotionen. Entweder der Anleger ist extrem verängstigt, das könnte man sagen, ist jetzt gerade der Fall. Das hält ihn dann davon ab, zu Tiefkursen zu kaufen oder führt dazu, dass er bei Tiefkursen mit massivem Verlust verkauft, weil er davon ausgeht, dass es ab jetzt quasi jetzt ist erst der Anfang der Krise. Wir werden jetzt alle komplett untergehen. Hatten wir ja in 2020 exakt das Gleiche. Am Tiefpunkt hieß es, der Dow Jones wird jetzt noch 70% fallen. Das war erst der Anfang. Diesmal ist alles anders. Es bricht das System zusammen. Und dann hatten wir eine gigantische V-förmige Erholung. Und die Leute sind hinterhergerannt. In Und dann Panik dann. wiederum kommen wir, genau, und dann ist es dem Markt nachrennen wollen, was Ja. wieder eine schlechte Entscheidung ist. Und Genau. dann hat man die Situation, dann nehme ich jetzt mal als Beispiel den Kryptomarkt im letzten Jahr. Da hieß es beim Bitcoin, das geht jetzt mindestens auf 100.000, 120.000 bis Ende des Jahres. Jetzt setzt die Gier ein und Leute kaufen am Klimax einer Aufwärtsbewegung nochmal kräftig ein, weil sie davon ausgehen, das geht nochmal 40, 50, 60% hoch und dann kriegen sie hart gesprochen richtig auf die Fresse, weil dann sind sie die Letzten, die noch einsteigen, bevor der Wasserfall runterkommt und wieder ein neuer Zyklus beginnt. Ja. Wie kommt sowas? Beschreiben Sie das doch mal. Ja, man muss erstmal vielleicht nochmal einen Schritt da,
ich würde sagen, Schritt davor gucken. Die Frage ist erstmal, was machen Menschen eigentlich in diesem Berufsfeld? Das ist ja ein Berufsbild, kann man schon sagen, ja? Oder in diesem Tätigkeitsfeld. Und das sieht immer so leicht aus von außen, ne? Da geht es halt hoch und runter und man hat ja so irgendwie eine 50% Chance, so sieht das dann ja aus, und du musst ja nur richtig tippen und dann wird das schon gut laufen. Und ich würde sagen, das ist alles andere als mal so easy. Wenn man wirklich dauerhaft Trader ist oder im Trading tätig ist in diesem Bereich, ist es für mein Verständnis, was ich so von mir angelesen habe, auch aus eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe oder eben halt hier mit vielen Klienten gehört habe, ist es einer der härtesten Jobs der Welt, um das mal erstmal so zu sagen. Und es ist sehe eigentlich... Sehe ich auch so, absolut. Wie bitte? Ich sage, ich sehe ich auch so. Ja. Also das wird von Leuten massiv unterschätzt, was genau. Für Stress und, da auch auf sie zukommt. Ja, und das ist im Grunde eine Art ständiger Ablauf auch von Versuch und Irrtum. Und dabei muss man natürlich, bei Versuch und Irrtum muss man in der Lage sein, verlieren zu können oder, wie Sie gerade gesagt haben, auf die Fresse zu kriegen und das eben einzustecken. Das heißt, dass man eben Phasen hat, wo man nicht gewinnt. Und das ist, psychologisch gesagt, ist das natürlich auch eine massive Kränkung im narzisstischen Selbstbild, im Ego, ja, dass man sich da noch so vorbereiten kann und teilweise eben, dass es dann doch anders kommt, als man es vermutet hat, auch wenn man noch sich selbst für noch so genial hält, sage ich mal. So, und das braucht erstmal, das Ganze braucht erstmal als Hintergrund, wie ich das so erlebe, eine ganze immense Menge an Vorbereitung, an Wissen, auch an eisernem Willen, dass man eben weitermacht, auch wenn man jetzt dreimal aus dem Maul gekriegt hat, ja, und dass man deiner Strategie dann auch treu bleibt. Und das braucht wiederum vor allen Dingen Persönlichkeit. Und wir wissen das ja auch alle, die Macht der Gewohnheit, das ist, könnte man sagen, ist unser härtester Feind. Und wenn man jetzt also im Trading drin ist, das ist es ein permanenter Veränderungsprozess. Sowohl der Chart ist ja ein permanenter Veränderungsprozess, als auch der Umgang, den man damit hat, mit den Prozessen, mit Verlust und Gewinn. Und das ist eigentlich eine bipolare Situation. In der Psychologie spricht man von bipolar, wenn es um zwei so extreme Pole geht. Das heißt, das eine ist dann der depressive Pol, wo man nur in den Seilen hängt und überhaupt nichts gebacken kriegt. Und das andere ist eben dieser manische Pol, wo man dann völlig am Abdrehen ist und alles nur noch durch die rosa Brille sieht, sage ich mal. Und das ist also beide sind ja extreme, genau. Extreme Ausschläge, und die, genau. um das jetzt mal aus meiner Richtung sagen zu können, das ist genau das. Entweder der Anleger, der meistens kaum Erfahrung hat, aber sagt, ich möchte Daytrader werden, ich habe ja hunderte Gespräche und ich bin eigentlich der die Leute immer davon abhält und sagt, lassen Sie das sein. Die Leute haben so eine naive Vorstellung, so in Zukunft kann ich von zu Hause aus so viel Geld wie möglich verdienen oder wie ich mir selber vorstelle, und ich trade jetzt halt einfach, so als ob das so einfach wäre. Genau. Und einfach starten könnte damit. Genau. Und dann, wenn die Leute dann in den Gewinn kommen, dann haben sie einen massiven Dopaminausstoß. Genau, dann sehen die grüßen Zahlen. Jetzt werden die total hippelig und richtig geil nach mehr. Jetzt gehen sie mehr Risiko ein. Genau. Und sobald es jetzt aber mal die gesamten Börsen runterkommen und es für jeden aber im Minus ist, ist es total, oh mein Gott, mein Leben ist am Ende, alles ist scheiße. Und da haben sich ja auch dann zig Leute in diesen Bärenphasen, haben sich ja zig Leute das Leben genommen, ne? So, und das kann man ein Stück weit mit diesem Mechanismus auch erklären, auch mit dieser bipolaren Situation. Und wie Sie das gerade schon schön gesagt haben, also die teuersten Fehlentscheidungen sind im Grunde eben gerade so unbewusste Muster, die man da am Laufen hat, unbewusste Prägungen und Programme, die auch gar nichts mit der Sache zu tun haben, die einem bei vielleicht einem, ich sag's jetzt mal ganz doof, einem Familienbrettspielabend genauso um die Ohren fliegen würden, möglicherweise, wenn man da verliert. Nur dabei ist es jetzt eben so, dass es nicht um Brettspiel geht, sondern dass es ja um reale Situationen geht, die vielleicht auch ganze Familien dann in den Abgrund reißen und dann hinterher natürlich extreme Folgekosten haben, wenn es dann um Trennung geht, Hausverkauf, Scheidung, was weiß ich alles. Und
die Probleme, die da jetzt im Hintergrund liegen, das ist ganz schwer, das so jetzt pauschal zu sagen, weil das ist bei jedem individuell, das ist ein Stück weit bei jedem anders. Was man aber eben sagen kann, ist, dass unser Hirn im Grunde von der Verarbeitungskapazität her ziemlich ungünstig ausgerüstet ist. Also da kommen irgendwie so im Schnitt bis zu 11, in der Psychologie sagt man, bis zu 11 Millionen Informationen gleichzeitig rein, aber nur 40 davon sind bewusst. Das heißt, der Rest läuft die ganze Zeit unbewusst rein und das führt letztendlich auch zu gewissen Trance-Zuständen, hypnotischen Zuständen, wo man auf Autopilot mit einem extrem hohen Fokus handelt und davon das gar nicht mitbekommt. Und dann, wenn dann sowas reinschießt wie jetzt so ein FOMO-Faktor, wo man dann Panik hat, jetzt zum Beispiel nicht mehr in den Markt zu kommen, wo so ein verzerrtes, ich sag's mal, Chancen-Risiko-Verhältnis sich zeigt, dann beginnt bei den Leuten eben ganz viel, wie soll ich sagen, Stress reinzukicken und Panik oftmals und man hat wenig Ja. Bewusstsein, wenig Optionen. Wenn man stark fokussiert ist, weil so eine Hypnose zeichnet sich immer dadurch aus, dass man extrem hohen Fokus hat. Und wenn man auf eine Sache guckt, ob das jetzt bei einem Hypnotiseur ein Pendel wäre oder ob das ein Gedanke ist, ein Bild, was man jetzt im Kopf hat, man blendet ja automatisch andere Dinge aus. Und wenn man jetzt dann der Ansicht, wenn man jetzt gerade vielleicht was verloren hat, und jetzt der Ansicht ist, das muss kompensiert werden, ich muss mein Risiko erhöhen, damit ich jetzt im nächsten Schritt das wieder raushole und dann geht es noch weiter runter, Exakt. dann steigt ja die Angst. Und Ja. die Angst, das hatten Sie ja vorhin angesprochen, als eine große Emotion im Trading, die Angst ist ja der Gegenspieler, könnte man sagen, der Disziplin. Also das trifft vor allen Dingen dann zu, wenn ich ein hohes Risiko fahre. Und hinter der Exakt. Angst. Also zu hohe Positionierungen habe, was ja auch viele machen. Die gehen gleich von Anfang an viel zu hohe Positionierungen ein. Das ist wiederum die Gier. Sie wollen möglichst viel verdienen. Rechnen sich aber nicht aus, was passiert, wenn es eben, was ja auch normal ist, mal ins Minus läuft. Dann kickt die Panik rein und dann sind wir bei dem Punkt, den Sie gerade beschreiben. Und dann läuft, wie ich meine, wie ein unterbewusstes Programm, das dafür sorgt, dass wirklich immer exakt das Falsche getan wird in dem Moment, weil man mit diesem Gefühl nicht klarkommt, oh Gott, ich bin jetzt gerade im Minus, was passiert hier? Dann hat man vielleicht verdoppelt die Position. Das gibt es doch aber auch im Casino. Gibt es ja Klar. hunderte Statistiken darüber. Leute, die gehen an den Auf Roulette-Tisch, Rot. setzen 10 Euro auf Rot, dann setzen sie 20 Euro, dann setzen sie 40, dann setzen sie 80, dann setzen sie 160. Immer mit dem Gedanke, beim nächsten Mal bin ich wieder immer auf Null kommen. Ich will immer wieder auf Null kommen und den Verlust aufholen. Und das ist ja ein Teufelskreis. Und es gibt dann, was ich gerade sagen wollte, es gibt ja eine Angst immer auch hinter der Angst. Und das ist dann wieder was sehr Individuelles, was man eben auch erforschen kann, was auch in diesen Bereich gehört, wo ich vorher am Anfang sprach von konstante Persönlichkeitsentwicklung, die dafür relevant ist. Jeder hat ja eine andere Angst oder eine andere Urangst. Das kann durch Lernen am Modell, durch meine Eltern, das kann durch Medien, also durch meine Vorfahren, epigenetisch weiß man heute, kann das übertragen worden sein, oder durch dann eben eigene biografische Lebenserfahrungen, die man gemacht hat, wo man Situationen erlebt hat. Man muss jetzt gar nicht von Trauma sprechen, aber Situationen, sage ich mal, von Überwältigung und Ohnmacht, wo man sich alleine gefühlt hat und damit nicht gut in der Lage war, umzugehen. Und das erleben ja auch Menschen im Berufsleben ständig, dass sie irgendwie das Damoklesschwert über dem Haupt haben, wenn sie die Zahlen nicht bringen, dass sie dann entlassen und ersetzt werden durch einen anderen. Das geht ja ziemlich schnell heutzutage. Und ja, das können so Ängste sein, die man sich so wie soll ich sagen, angelernt hat. Aber auch vielleicht einfach die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, die Angst, etwas zu verpassen oder dann eben so weitere Glaubensmuster, die damit auch korrelieren, wie ich darf niemanden übertreffen. Ich hatte mal einen Mann hier, der hat seine Promotion nicht fertig gekriegt, weil er durfte seinen Vater nicht übertreffen. Und der hat dann erst das Ding fertig gekriegt, als wir das durch hatten. Und hat er kurz bevor die Uni ihn exmatrikulieren wollte, hat er das Teil noch abgegeben. Ne? So, Okay. und solche Sachen halt, ne? Oder so eine gewisse Opferhaltung. Sowas kann alles für bestimmte Angstfaktoren eine Rolle spielen im Hintergrund.
Und das andere mit der Gier, das hatten Sie jetzt ja auch schon ein paar Mal beschrieben, das ist natürlich ein alter Klassiker, den wir schon in der griechischen Mythologie beim König Midas finden, der am Ende dann sogar aus Versehen seine Tochter vergoldet, ja, weil sich dann ja alles in Gold verwandeln soll, was er dann da ja, berührt und verwandelt dann seine eigene Tochter in Gold und dann erkennt er eigentlich erst, was er da getan hat. Und das ist natürlich ein ganz schlechter Ratgeber, weil man sich sehr stark aus dem Hier und Jetzt, sage ich mal, dem gegenwärtigen Moment heraus navigiert in was Zukünftiges rein. Die Angst geht ja eher zurück in was Vergangenheitsmäßiges meistens, greift die drauf zu, projiziert das dann in die Zukunft auch ein Stück weit, aber die Gier ist vor allen Dingen nach vorne gerichtet. Und das ist immer ungünstig. Das wissen wir zum Beispiel auch aus dem Golfcoaching oder aus dem Mentaltraining. Aber Golf ist so ein, also das Golfspiel, ne? Das ist ein Klassiker, weil das sieht man das sofort. Wenn da einer im Training super ist, ja, und macht das Ding mit so und so viel Abschlägen, schafft er den Platz und dann hat er da am nächsten Tag das Turnier drauf oder einen Wettkampf. Und dann ist er nicht mehr bei seinem Spiel. Das heißt, er ist nicht mehr gedanklich. Beim Training war er die ganze Zeit beim Spiel und im fließenden Zustand, im Flow-Zustand. Und dann in dem Moment, wo das Turnier beginnt, ist er nicht mehr beim Spiel, also nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern er ist beim Ziel. Ja, er fragt sich nur noch, wie viele Schläge brauche ich jetzt, um das Teil einzulochen. Und das erzeugt im Nervensystem und im Körper erstmal einen immensen Stress. Und führt dazu, dass, obwohl er den Tag vorher den Platz super gespielt hat, dann an dem Tag, wo es um die Wurst geht, im Grunde das Teil voll versemmelt. Und das ist natürlich, genau. Das ist natürlich eine Situation, die viel damit zu tun hat, dass man aus dem Hier und Jetzt rausgeht, in irgendwelche Fantasien reingeht, was wieder was mit Hypnose zu tun hat, mit Selbsthypnose in dem Fall. Und dann eben hat das oftmals eine dritte Emotion, sage ich jetzt mal so grob, zur Folge, die nicht so bekannt ist oder nicht so gesehen wird. Das ist nämlich, neben dieser Angst und der Gier, ist das die Scham. Also der Faktor der Scham durch Schmerz und Verlust wird ja der innere Kritiker hochaktiv, das nennen wir so, den inneren Kritiker, das kennt jeder. Das ist eben die Seite von uns, die uns die ganze Zeit so von hinten ein draufkeult. Das sind dann so, in der Psychologie sagt man dazu, das ist ein Introjekt von wichtigen anderen Lebenspersonen, was weiß ich, Eltern, Geschwister, Lehrer, Pfarrer, Freunde, Medienleute, die haben immer gesagt haben, irgendwie, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist zu doof, was weiß ich, so, ne? Und, oder man selbst, ja. Es ja, gibt genau. Leute, die sagen, ich bin der größte Kontraindikator, wenn ich irgendwo reinsteige, dann läuft es garantiert. Also sie reden sich selbst schon ein, dass sie Vollidioten sind. Und ja, aber das kommt ja auch irgendwo ja her. Allem. Genau. Das kommt ja auch irgendwo her. Damit ist man ja nicht auf diese Welt gekommen. Das hat man irgendwann übernommen, weil das in dem System, wo man drin war, sinnvoll war. Und, Herr Fuhrmann, eine Frage, die ich jetzt mal hätte, weil jetzt haben wir sehr viele, ich bin ganz sicher, die allermeisten Leute können sich auf die eine oder andere Art damit identifizieren. Also es würde mich wundern, wenn jetzt einer mal hier reinschreibt und sagt, ich bin gar nichts von dem. Ja. Da würde ich mal gerne die Community hier, die Gemeinschaft aufrufen. Schreiben Sie es jetzt selber mal ein. Ich denke, das kann man ganz ehrlich sein. Also ich habe das schon durchgemacht. Ich kenne keinen Anleger, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe, der nicht auf die eine oder andere Art auch an diesen Mustern leidet. Jetzt wäre meine Frage aber, jetzt haben wir die Problematiken ausgerollt. Was kann man machen gegen die Problematiken? Also für mich wäre es zum Beispiel ganz wichtig, nach einem klaren Regelwerk zu handeln. Sobald man den Pfad der eigenen Trading-Regeln verliert und auf einem anderen Weg entlang wandert, dann kann es nur noch abwärts gehen. Weil jetzt ist man in diesem Trance-Zustand und denkt irgendwie, das kennen auch viele, sie spüren jetzt, ob der Kurs hoch oder runter geht. Ja, es gibt ja wirklich Leute, die denken, die sitzen davor und daytraden irgendwie, die meinen, die wissen jetzt, ob es hoch oder runter geht. Und ihr Gefühl sagt ihnen das. Und die kriegen ja am allerschlimmsten eine nachher drauf, weil es ist dem Finanzmarkt schnurzpiep egal, was ihr Gefühl ist. Er interessiert sich nicht für ihre Gefühle. Ja, genau. Sondern der interessiert sich nur für seine Richtung, die er geht. Und das ist wiederum die Gedankengänge von Millionen von Anlegern, die entweder auf Kaufen oder Verkaufen drücken. Ja. Ja. Also was würden Sie sagen? Sind das auch Regeln, Regelwerk, klare Regeln befolgen? Ja, also im Grunde
führt ja ein Mangel an Disziplin zu mehr Selbstkritik. Das nagt wiederum am Selbstbewusstsein. Und das führt wiederum zu Unbeständigkeit und zu Kurswechseln, die man sich eigentlich nicht, also zu schnellen Kurswechseln, die man sich eigentlich im Vorfeld nicht vorgenommen hat. Das Problem ist exakt. Eigentlich. Wie bitte? Exakt, ja. Ich bestätige genau. Das. Ja, also das Problem ist letztendlich diese Kaskade an Hilflosigkeit und Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit oder dann an Gefühlen von Wertlosigkeit, die mit dem korrelieren, was ich vorher gesagt hatte, also grob mit dem Verlust, dem Schmerz und der Scham, die daraus resultieren und den Selbstvorwürfen. Und damit muss man anfangen, umzugehen lernen. Das ist natürlich immer ein Stück weit individueller Prozess, aber es gibt gewisse Dinge, die man schon auch natürlich tun könnte, damit man nicht so schnell, das hatten Sie ja gerade auch schon zum Beispiel beschrieben, mit der Höhe des Einsatzes zum Beispiel, dass man nicht sofort in diese extremen Kaskaden reinkommt. Wenn ich zu hoch, also zu hoch den Gewinn, den Einsatz zu hoch einsetze, weil ich, wenn ich jetzt irgendwie einen hohen Gewinn abschöpfen will, innerhalb von 3 Tagen Millionär sein will, dann bin ich schnell über mein Limit, wo ich mich noch selber wohl und gut und sicher fühle. Und dann wird die Kaskade in dem Moment umso höher ausfallen und dann erfallen auch meine Notfallreaktionen umso höher aus. Es gab eine Studie von Alden Kuss im Jahr 2000. Da hat er herausgefunden, dass Menschen mit einem hohen Trading-Erfolg, dass es da eine Korrelation gibt mit einer auch sehr stark belasteten Psyche. Das heißt, der Job an sich, was ich am Anfang sagte, ist kein Kinderspiel, sondern es ist ein Job, der sehr viel kumulativen Stress anhäuft. Wenn man jetzt an so Filme denkt wie Wolf of Wall Street oder The Big Short, ja, wie der dann den Häusermarkt geschortet hat, was der für einen Stress hatte die ganze Zeit über, als das Ding in die andere Richtung lief. Das ist brutal. Ne? Also dieser Spruch, ne, du musst kaufen, wenn das Blut in den Straßen ist, das ist ja auch, das geht ja im Grunde gegen die gesunde eigene, ich sag mal, Psyche. Ne? Man möchte eigentlich eher weg davon, man will eigentlich flüchten. Und diejenigen, die Selbstkompetenz besitzen, sich trotzdem reguliert zu halten in so einer Situation, wo alle anderen in Panik sind, das ist ja auch ein Feld, in dem man sich bewegt. Und als Menschen wissen wir heute, dass wir unsere Nervensysteme aufeinander justieren in gewissen Feldern. Deswegen erzeugen gewisse Medienberichte ja auch gewisse Panikdynamiken. So, das haben wir ja jetzt lange genug gesehen, wie sowas geht. Und das können wir vor allen Dingen dadurch in den Griff kriegen, dass wir an unserer Selbstregulation arbeiten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei, weil wenn ich da in einem Hyper-Arousal mich die ganze Zeit befinde, dann trade ich auch in einem Hyper-Arousal. Das heißt, mit einer schlechten Selbstregulation treffe ich auch schlechte Entscheidungen. Oder wenn mein Stress, meine Anspannung so groß werden, dass es mich total überflutet, dann komme ich in die totale Erschöpfung, in die totale, den totalen Rückzug. Die Leute kriegen ja häufig dann auch Schlafprobleme, Herzprobleme, auch dann natürlich Suchtprobleme, essen schlecht, haben Schmerzen, sind depressiv. Und dann kommt man nachher in so ein, nicht Hyper, sondern Hypo-Arousal. Das ist so eine Art Schockstarre, wo man dann möglicherweise auch, wenn man traden müsste, nicht mehr tradet, weil man in dieser Starre sich befindet. Das heißt, man tradet dann zu spät, im Hypo zu früh und Hyper zu früh und Hypo tradet man dann vielleicht auch zu spät oder gar nicht. Ja. Das heißt also. Ja, ich denke, das kennen ganz viele Leute, dass sie, wenn, wie Sie schon sagten, wenn das Blut auf der Straße liegt, dann liegt das für mich, oder man könnte es auch als Metapher so, dann liegt mein eigenes auch auf der Straße. Ja? Das ist immer so einfach. Wenn alle Angst haben, dann musst du gierig sein. Ja, korrekt, unterschreibe ich sofort. Nur dann habe ich meistens auch Angst. Ja? Dann habe ich auch Angst um meine Zukunft. Jetzt gerade bricht der Dritte Weltkrieg aus. Was passiert? Ihr 100 verschiedene Gründe, die Angstszenarien sind. Ja. Und man vergisst dann, dass es aber in der Vergangenheit trotzdem auch immer so war. Man hat selbst auch Angst. Vice versa, in der Gier sollte man ja eigentlich verkaufen, in die Masse rein, in die gierige Masse rein verkaufen. Man ist aber selbst die gierige Masse, ein Teil der gierigen Masse. Genau. Und man will selbst noch mehr und mehr und mehr und mehr haben. Ja, und genau. Auch da ist es wieder ultra schwer, weil man muss gegen seine eigenen Gefühle vorgehen. Ja,
Ja, ich glaube, das ist auch eine, also Geld an sich ist, glaube ich, auch eine Prüfung. Ne? Die Esoteriker sagen, Geld ist auch nur eine Energie. Und am Ende ist ja alles irgendwo eine Energie, das stimmt auch. Es ist eigentlich eine, also die Frage dahinter ist, die dann oft das Leben, glaube ich, an einen stellt oder jetzt eben dieser Bereich jetzt des Tradings an einen stellt. Hast du die Kapazität dafür, diese Summe X überhaupt auszuhalten? Hast du die Reife, sie zu besitzen und zu behalten? Weil wenn du das nicht hast, dann wird dir das auch wieder weggehen. Das verschwindet dann wieder ruckzuck. Das sieht man ja bei den ganzen Millionären. Es verrinnt wie Sand durch die Hände. Ja, bei den Millionären im Lotto sieht man das. Ne? Ein Großteil davon sind nach 5 Jahren mehr pleite als je zuvor. Absolut. Aber warum ist das so? Meiner Meinung nach, wenn ich nicht bereit dazu bin, wenn ich einfach nur einen Lottoschein ausgefüllt habe, ich habe also nicht diese Energie reingesetzt, um das, was ich erhalte, auch wirklich mir verdient zu haben, also nicht meinen eigenen Schweiß investiert, sondern ich habe es einfach nur so bekommen. Das zeigt ja eigentlich, wie die Gesetze des Lebens auch wirklich perfekt funktionieren. Weil genau bei diesen Leuten, die einfach nur bekommen, ohne selbst gegeben zu haben, werden sie das wieder verlieren. Es rinnt durch die Hände durch. Ja, das ist genau das, was ich meinte am Anfang. Das ganze Ding ist vor allen Dingen auch, wie das Allermeiste im Leben, eine Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe mir einen Schäferhund gekauft, ne? Und die kommt aus einer Leistungslinie. Ja, da merke ich, ja, die Hundetrainerin sagte mir, ja, das ist nicht das Problem von dem Hund, das sind Sie. Ja, Sie müssen sich jetzt hier entwickeln. Der Hund kann das schon. Okay, habe ich dann auch verstanden, ja? Und das ist mit allem so. Also letztendlich sind alle Dinge, die wir im Leben irgendwie, denen wir begegnen und die wir machen, sind letztendlich ein Aufruf vom Leben, mich persönlich zu entwickeln und zu reifen. Und wenn ich diese Schritte, die dafür dann notwendig sind, jeweils nicht mache, dann mache ich eben die Erfahrung, dass das Leben mir eine blutige Nase haut. Aber auch das ist letztendlich im Grunde wieder eine Chance, also an der blutigen Nase zu reifen, weil die größten Krisen sind für die meisten Menschen die größten Wachstumsfaktoren gewesen. Und das Hauptproblem bei der ganzen Sache ist eigentlich, dass die Menschen dann, die das nicht auf dem Schirm haben, dass sie sich parallel entwickeln müssen, immer mehr schlechte Entscheidungen treffen, immer mehr in den Schmerz gehen, immer mehr in Panik und nachher in den Burnout rennen, beziehungsweise durch diese permanente Hypervigilanz, auch nach, ich sag mal, nach Feierabend, dann gehen die noch 3-4 Stunden ins Fitnessstudio und ballern sich da leer und dann kommt die Weinflasche am Schluss. Das ist nämlich, also Alkohol, das hat Kass in der zweiten Studie 2004 dann auch belegt, dass dort das Thema Vollrausch in der ganzen Trading-Szene auch nicht so, nicht so gesehen wird. Das ist ein Tabu. Und das korreliert mit dem ganzen enormen Stress, der da im Vorfeld erwähnt wurde, worüber wir gesprochen haben. Natürlich können das auch andere Drogen sein. Wolf of Wall Street. Ja. Schaut man doch nur mal im Investmentbanking generell auf, was da gerne zurückgegriffen wird. Genau. Kolumbiens Exportschlager. Genau. Zum Beispiel. Aber das passt ja auch wieder dieses schnell, schnell. Ja. Ne? Also das treibt diese Hypernervosität, dieses es muss alles laufen unter massivem Druck, ich muss wach bleiben, ich muss in der Lage sein, fokussiert zu bleiben, treibt das ja alles noch weiter an. Ja. Herr Fuhrmann, ich glaube, dass wir es nicht zu lang machen. Ich fand das super, super interessant heute. Ich würde auch die Gemeinschaft gerne mal da fragen, was hielten Sie denn heute davon? Ich würde gerne mal wieder über ein weiteres Thema mit Ihnen ein Video machen, denn Sie scheinen da wirklich von einer ganz anderen Seite, wie ich das nicht beschreiben kann, Dinge aus dem Trading und dem Anleger-Investoren-Leben, das jeder von uns kennt. Und ich bin da ganz sicher, ich habe so viele Dinge gehabt, die da bei mir resoniert haben, dass das bei vielen Leuten anders, bei anderen Leuten auch so sein wird. Wir verlinken Ihren YouTube-Kanal. Sie haben ja auch einen YouTube-Kanal. Den verlinken wir gleich unten mal in der Videobeschreibung. Gehen Sie da gerne mal drauf. Das sind sehr interessante Themen, die Herr Fuhrmann da bespricht. Ich bedanke Ihnen erstmal für Ihre Expertise heute. War sehr, sehr spannend. Danke. Ja. Und lassen Sie doch schauen, dass wir vielleicht, das kann ja auch mal die Community reinschreiben,
wollt ihr, dass ich mit Herrn Fuhrmann ein anderes Thema, das die Leute berührt, im ganzen Kosmos des Anlegens, des Tradings oder der Psychologie im Allgemeinen, schreibt das gerne mal rein. Vielleicht nehmen wir dann da ein Thema auf. Lassen Sie dem Video gerne einen Daumen nach oben da, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgezogen. Herr Fuhrmann, ich bedanke mich, war hochinteressant heute. Ja, danke, Herr Hopf. Alles Gute. Wunderbar.